hier hochgehen. Nein, wir waren da. Warst du schon? Ja. Ja, aber das halt, die reden alle über Hagen. Warum ist das Hagen ist doch in der Karte? Den nach heftigen Regenfällen unter Wasser. Wie hier in Hagen verwandelten sich Straßen in reißende Flussläufe. Im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler sind mindestens 4 Menschen gestorben. In der Eifel stürzten 6 Häuser ein. Laut Polizei werden knapp 70 Menschen vermisst. Zahlreiche Bewohner mussten sich auf die Dächer ihrer Häuser retten. Nordrhein-Westfalen ist ähnlich stark betroffen. Hier starben 2 Feuerwehrleute im Einsatz. Am Mittwoch versuchte die Feuerwehr in Düsseldorf-Grafenberg, das Hochwasser der Düssel mit Sandsäcken einzudämmen. Auch in Schleswig-Holstein, wie hier in Kiel, kam es zu Überschwemmungen durch Starkregen. Die Feuerwehr pumpte Keller und Grundstücke leer. Der Deutsche Wetterdienst sprach eine Warnung für Südwestdeutschland aus. Bis Freitagnachmittag sei mit weiterem Starkregen zu rechnen.